Ich begrüße Sie zur nächsten Vorlesung Grundlagen sozialer Arbeit, heute zu dem Thema Perspektiven der Ethik in der sozialen Arbeit. Wir haben einiges vor. Ich komme zunächst zu Prämissen, danach zweitens zu Ethik zwischen Ökonomie und Politik, drittens Einführung in die Ethik, Begriffe und Bedeutungen. Viertens, Grundlagen zum ethischen, begründeten Entscheiden und Handeln in der sozialen Arbeit. Dann fünftens zum Referenzrahmen, den internationalen ethischen Kodex der sozialen Arbeit. Und sechstens gebe ich einen Überblick über ethische Methoden und dann kommen wir wieder zur Reflexion des Gehörten. Vielleicht zunächst zu den Prämissen. Mit Menschen professionell zu arbeiten, bedeutet immer, eine ethische Haltung ihnen gegenüber zu haben, die geprägt ist von Wertschätzung und Anerkennung. Das meint für die soziale Arbeit und für Sozialarbeitende nicht, alles gut zu heißen, was AdressatInnen sagen oder tun. Sie wissen, manchmal müssen wir eine Trennung machen zwischen dem Menschen als Menschen und seiner Sprachhandlung, also seiner Sprache, seinem Sprechen und die Handlungen. In der sozialen Arbeit sind wir dann, meine ich, professionell, wenn wir nicht nur aus dem Bauch heraus handeln oder helfen, sondern wenn wir unser Handeln ethisch begründen und argumentieren können. Wir sind dann professionell, wenn wir nicht nur unsere eigene, sondern die Perspektiven der AdressatInnen einbeziehen, und das nennt man Perspektivenvielfalt, das heißt, wenn wir dialogisch sind. Ich komme zu dem ersten Punkt, um das verorten zu können, Ethik zwischen Ökonomie und Politik, und möchte Ihnen gerne eine Grafik zeigen. Das ist eine sogenannte Triade, die der griechisch-antike Philosoph Aristoteles bereits beschrieben hat, nämlich, dass es Ethik auf der einen Seite gibt, Ökonomie auf der anderen Seite und Politik, in dem Fall sowas wie Parteipolitik inklusive Recht, auf der nächsten Seite steht. Die Ökonomie, so wird in der Wissenschaft hervorgehoben, ist sozusagen an oberster Stelle, darum sehen Sie das Dreieck eben auch so aufgestellt. Solange diese Triade in keinem ausgewogenen Verhältnis steht, werden wir in der sozialen Arbeit immer wieder die Aussage hören, für diese Maßnahme, die wir planen, gibt es kein Geld. Wer sollte das bezahlen? Umso mehr bedarf es einer Ethik in der sozialen Arbeit mit spezifischen Forderungen. Es bedarf eine soziale Ökonomie. Es bedarf sozial orientierte Politik, Parteipolitik. Erst dann kann man sagen, dass es eine Ausgewogenheit geben könnte, in der ethische Forderungen aus der sozialen Arbeit heraus für die verschiedensten Arbeitsbereiche der sozialen Arbeit, also Praxisbereiche, tatsächlich eine Relevanz erhalten. Ich komme zum dritten Punkt, Einführung in die Ethik, Begriffe, Bedeutungen aus der Philosophie heraus, aus der philosophischen Ethik heraus. Ethik gehört zu den ältesten Bestandteilen der Philosophie. Im Unterschied zu einer theologischen Ethik verzichtet sie auf religiöse Voraussetzungen und basiert auf Denken, auf Vernunft, auf menschliches Denken. Ethik ist auf die Prinzipien des Handelns gerichtet. Als oberstes Ziel gilt immer das glückliche oder moderner ausgedrückt, das gelungene Leben. Für die soziale Arbeit bedeutet das gelungene Leben jener Menschen, mit denen wir in der sozialen Arbeit zu tun haben. Ethik, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch Ethik für soziale Berufe von Ruth Grossmass und mir selbst, Ethik ist kein Synonym für Moral. Vielmehr ist Ethik eine Wissenschaft der moralischen Praxis, deren Aufgabe es ist, über Moral, in der Philosophie gibt es noch einen anderen Begriff, nämlich Sitte, und Moralität, nämlich Sittlichkeit, zu sprechen und Vorschläge zum moralischen Handeln zu machen. Also Ethik als Wissenschaft der
Praxis, der moralischen Praxis. Moral hingegen ist der Inbegriff von Normen, von Werten, Regeln, man nennt es auch Moralkodex einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft auch oder auch einer Gruppe. Der Begriff Ethik ist abgeleitet von Aristoteles, also einem altgriechischen Philosophen, und er hat in seinem Text, die nikomachische Ethik, zwei Begriffsdefinitionen. Erstens, Ethos, also mit kurzem E ausgesprochen, ist altgriechisch und bedeutet Gewohnheit, Sitte, Brauch. Ethos bedeutet also ein Handeln danach, laut Aristoteles, was in einer Gesellschaft Sitte oder Brauch ist. Also die ethische Haltung wäre das. Zweite Definition, Ethos, mit einem langen E ausgesprochen, bedeutet Charakter, nach Aristoteles, der sich zur Grundhaltung der Tugend verfestigt. Im engeren Sinne, meint Aristoteles, und im eigentlichen Sinne, ethisch handelt jedoch derjenige, der überlieferten Handlungsregeln und Wertmaßstäben nicht fraglos folgt, sondern es sich zur Gewohnheit macht, aus Einsicht und Überlegung das jeweils erforderliche Gute zu tun. Das ist eine sehr wichtige Passage bei diesem Philosophen, denn ansonsten könnte ja Ethik auch bedeuten, wir machen in der sozialen Arbeit alles, was Gewohnheit, was Brauch, was Sitte ist in einer Gesellschaft, aber wir müssen ja manchmal die Gesellschaft auch hinterfragen, aus einer ethischen Perspektive überlegen, ob es denn überhaupt angemessen ist, welche Maßnahmen wir setzen. Das heißt, hier ist die Passage bei Aristoteles sehr zentral, dass wir sozusagen den überlieferten Handlungsregeln und Wertmaßstäben nicht fraglos folgen sollen. Übersetzt, moderner ausgedrückt, würde das eine Aufforderung sein, zu einem kritischen Denken, zu einem kritischen Bedenken, welche Maßnahmen wir in der sozialen Arbeit aus ethischer Perspektive setzen sollten. Eigens genannt, wiederum ein Zitat aus dem bereits genannten Buch Grossmas Perko, eigens genannt in philosophischen Diskursen wird eben der Begriff Ethos, also eine ethische Haltung. Auch er wird von Aristoteles abgeleitet und in der Bedeutung, wie schon gesagt, von ethischer Haltung verwendet. Ethos, also die ethische Haltung in der sozialen Arbeit, bedeutet heute einen selbstreflexiven Umgang zu haben. Und das meint auch im Kontext der sozialen Arbeit, in der Arbeit mit Klienten, Klientinnen, nicht nur das eigene Ich ins Zentrum zu stellen. Es bedeutet, einen anerkennenden, respektvollen, wertschätzenden Umgang zu haben, einen empathischen Umgang zu haben und, was ich sehr wichtig finde, einen dialogischen Umgang zu pflegen. Das heißt, immer mit zu bedenken und es auch zu praktizieren, was wir in der sozialen Arbeit mit den Begriffen Perspektivenwechsel und Perspektivenvielfalt kennen. Die dialogische Haltung, also im Kontext des Perspektivenwechsels und der Perspektivenvielfalt, meint, ich zitiere, Menschen werden mit dem anerkannt, wie sie selbst ihr Leben beschreiben. Um sie verstehen zu können, muss nach ihrem Wollen, ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt werden, aber auch danach, wie sie denn verstanden werden können. Dem liegt das Aufgeben, als einziger Recht zu haben, zugrunde. Moderner formuliert bedeutet es also im Kontext der sozialen Arbeit auch das Aufgeben des Egozentrismus. In diesem Sinne ist mit der dialogischen Haltung eine Klientenzentrierung im eigentlichen Sinne begründet. Das heißt, das Eingehen darauf, was Klientinnen, Klientinnen wollen, fühlen etc., dass ich nicht mit dem decken muss, was wir als Professionelle für richtig halten. Moralische Handlungen sind immer intersubjektiv. Das heißt, sie richten sich immer auf andere Menschen, mit denen wir in der sozialen Arbeit
arbeiten. Dabei lautet, und jetzt komme ich auf einen Philosophen, nämlich Immanuel Kant, dabei lautete lange die Frage, die grundlegende ethische Frage, was soll ich tun? Also der Begriff soll und sollen drückt immer eine ethische Frage aus. Wenn ich Kant zitiere, muss ich immer auch dazu sagen, dass Kant ein Vorreiter der Menschenrechte war und ein sehr wichtiger Vorreiter der Menschenrechte, dass aber gleichzeitig seine Werke misogene, also frauenfeindliche, antisemitische und rassistische Bemerkungen beinhalten. Für die soziale Arbeit gilt auch im Kontext der Ethik, auf diese Widersprüche aufmerksam zu machen, die wir nicht wegwischen wollen, die wir aber eben auch nicht auflösen können. Zentrale Frage also, was soll ich tun? Sie merken schon, hier steht wiederum das Ich im Zentrum. Kant gibt ja auch eine Antwort. Wir kennen diese Antwort mit dem sogenannten kategorischen Imperativ. Und da schreibt er, was zu der Frage, was soll ich tun? Handle nur nach derjenigen Maxime, also dem Grundsatz, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Für die soziale Arbeit, finde ich, ist es aber auch sinnvoll, die Frage von Kant, was soll ich tun, umzuformulieren. Wie gesagt, die ethische Haltung basiert unter anderem darauf, dass wir anderen zuhören, dass wir auch fragen, was ihre Bedürfnisse sind, was ihr Wollen ist, dass wir also unser Ich nicht als alleiniges ins Zentrum setzen, sondern eben auch das Du der Klienten und Klientinnen. Deshalb schlage ich immer vor, die Frage umzuformulieren für die Ethik in der sozialen Arbeit, nämlich dahingehend, was eine Philosophin schon ausgedrückt hat, Caballero, wie soll ich dich behandeln? Wie könnte hier die Maxime lauten? Das wäre etwas, was Sie sich überlegen können und was wir dann auch gerne gemeinsam weiter diskutieren können. Wie könnte also die Maxime lauten, handle nur nach der Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie zu einem allgemeinen Grundsatz oder allgemeinem Gesetz werde, mit der Ausgangsfrage, wie soll ich dich behandeln? Wenn man diese Maxime sich überlegt, dann muss man sich auch praktische Beispiele überlegen. Also, wie würden Sie tun, wenn Sie zum Beispiel in einem Obdachlosenheim arbeiten, in dem Alkohol verboten ist, wenn eine sichtlich betrunkene Person vor der Tür steht, die in das Heim will? Es ist Winter, draußen hat es minus 15 Grad. Wie soll ich dich behandeln? Also, wie soll ich dich aus meiner Perspektive als Sozialarbeiterin, als Sozialarbeiter behandeln? Mit dem Wissen, und da sind wir natürlich bei einem ethischen Dilemma, dass es bestimmte Vorgaben gibt, Vorschriften gibt, zum Beispiel, dass Alkohol in einem Obdachlosenheim verboten ist. Ich komme zu Grundlagen, zum ethisch begründeten Entscheiden und Handeln in der sozialen Arbeit. Und da gibt es immer zwei Richtungen, die ein ethisches Entscheiden und Handeln begründbar machen. Das heißt, die Frage ist, wovon gehen wir aus, wenn wir eine ethische Entscheidung hin zu einer Maßnahme treffen? Das eine ist das subjektive Gefühl, das ich als Sozialarbeiterin habe. Das ist verbunden mit den Intentionen, dass ich helfen will, dass ich wertschätzend sein will, dass ich gerecht sein will und auch empathisch bin. Also quasi eine persönliche Moral oder das persönliche Gewissen. Das reicht aber für eine ethische, begründete Entscheidung und daraus folgend eine Handlung nicht aus. Gleichzeitig muss es immer professionsbezogene ethische Reflexionsquellen und auch ethische Methoden geben. Und erst dann sprechen wir von einer Professionalität der sozialen Arbeit, von einer berufsethischen Professionalität der sozialen Arbeit. Also dann sprechen wir davon, dass soziale Arbeit auch im ethischen, im Hinblick auf die Ethik sozusagen
begründbare Entscheidungen trifft und Maßnahmen setzt. Es gibt verschiedenste Reflexionsquellen für ethisches Entscheiden und Begründen. Das eine sind Moralphilosophien, also Theorien der Ethik. Ich erinnere neben ganz vielen anderen an zum Beispiel Martha M. Nussbaum, die eine Moralphilosophie, den sogenannten Capability-Ansatz, geschrieben hat. Gibt aber ganz viele verschiedene Ethiktheorien und Moralphilosophien. Eine Reflexionsquelle ist natürlich immer das ethische Leitbild der sozialarbeiterischen Einrichtung, so es vorhanden ist. Wenn es nicht vorhanden ist, wäre es natürlich ganz gut, ein ethisches Leitbild zu erstellen. Eine andere Reflexionsquelle sind Werte des beruflichen Kontextes, also berufsethische Diskurse. Da gibt es verschiedene Diskurse und es wird, wie Sie sich vorstellen können, natürlich auch darüber diskutiert, welche berufsethische Prämissen die zentralen sind. Es wird auch darüber diskutiert, ob soziale Arbeit überhaupt eine berufsethische, verbindliche Vereinbarung haben soll. Es gibt den DBSH, also unseren Berufsverband in der sozialen Arbeit, und der DBSH plädiert ganz vehement dafür, dass wir einen für alle in der sozialen Arbeit verbindlichen Berufsethik, Berufsethos und eine berufsethische Haltung haben sollen. Es gibt auf der anderen Seite den Internationalen Ethikkodex der sozialen Arbeit, der vom schriftlichen Dokument her ungefähr 4 Seiten lang ist, also ein sehr kurzes Dokument, aber wird als drittes Mandat verwendet. Das heißt, Sozialarbeitenden werden aufgefordert, gemäß des Ethikkodex der sozialen Arbeit zu handeln. Andere sagen, es ist kein Mandat, sondern ein intern gegebener Auftrag. Ich muss sagen, ob wir es als Mandat bezeichnen oder als Auftrag bezeichnen, darüber würde ich nicht unbedingt streiten. Ich finde den Internationalen Ethikkodex der sozialen Arbeit sehr zentral und setze ihn auch sehr zentral als Reflexionsquelle für ethisch begründetes Entscheiden. Dazu komme ich dann noch bei einer Methode, die sogenannte 8-Schritte-Methode, die ich selbst entwickelt habe. Wir schauen uns den Ethikkodex ganz kurz an. Der Inhalt oder die Inhalte. Wir haben auf der einen Seite eine Definition, was bedeutet soziale Arbeit überhaupt? Und dann haben wir verschiedene, ich nenne es Rubriken. Eine Rubrik bezieht sich auf die Menschenrechte, eine andere Rubrik auf Social Justice. Man könnte es mit sozialer Gerechtigkeit übersetzen, aber es trifft nicht wirklich die Inhalte von Social Justice. Und eine dritte Rubrik betrifft das berufliche Verhalten. Wir gehen hier heute auf die Definition ein und auf die Inhalte der Rubrik Menschenrechte und Social Justice. Ich bitte Sie, das berufliche Verhalten dann nochmal zu Hause durchzulesen. Die Definition. Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlagen der sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der sozialen Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern. Dabei bindet sie Strukturen ein. Das ist eine umfassende Definition aus dem Berufsverband DBSH 2014 als neue Definition gegeben. Und diese Definition beinhaltet schon sehr, sehr vieles, was dann auch im Internationalen Ethikkodex noch genauer ausgeführt wird. Vielleicht hier nochmal hervorgehoben, zentral,
der Fokus, dass soziale Arbeit gesellschaftliche Veränderungen fördert, also auch einen Blick darauf hat, aber auch ein Akteur, Akteurin ist für gesellschaftliche Veränderungen zugunsten der Klienten und Klientinnen, die wir arbeiten und da natürlich immer auch gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Diskriminierung, gegen soziale Benachteiligung. Die Stärkung der Autonomie, also der Selbstbestimmung von jenen Menschen, mit denen wir arbeiten, ist ein ganz zentraler Punkt. Und die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, ich würde hier Social Justice sagen, im Sinne der Übersetzung von Anerkennungs-, Verteilungsgerechtigkeit sowie Befähigungs- und Chancenverwirklichungsgerechtigkeit. Dazu komme ich noch genauer. Wir haben hier die Verantwortung drin, wir haben hier die Achtung der Vielfalt von Menschen drin, also dass wir aus dem Kontext der sozialen Arbeit auch Differenzierungen machen und auf diese Differenzen, man nennt es heute Diversity, von AdressatInnen, mit denen wir arbeiten, eingehen. Im Hintergrund sind Theorien der sozialen Arbeit, Human- und Sozialwissenschaften und im Hintergrund ist, oder im Zentrum stehen immer jene Menschen, mit denen wir arbeiten und aus ethischer Perspektive ihr Wohlergehen, dass wir sozusagen immer auch nicht nur individuell im Fokus haben, also in Bezug auf das jeweilige Individuum, auf den jeweiligen Menschen, sondern immer auch, und das ist sozusagen ein systemischer Ansatz, im Hinblick auf oder in Bezug darauf, dass wir einen strukturellen Blick haben, dass wir die Strukturen mit einbeziehen. Ich komme mal auf die einzelnen Punkte. In der Rubrik Menschenrechte steht zum Beispiel Autonomie fördern, also das Recht auf Selbstbestimmung von AdressatInnen der sozialen Arbeit achten. SozialarbeiterInnen, so steht es im ethischen Kodex, sollen das Recht der Menschen achten und fördern, ihre eigene Wahl und Entscheidung zu treffen, ungeachtet ihrer Werte und Lebensentscheidungen, vorausgesetzt, und das ist wichtig, dies gefährdet nicht die Rechte und legitimen Interesse anderer. Sie sehen hier, Sie merken hier schon, in welches Dilemma wir in der Praxis der sozialen Arbeit kommen könnten, im Hinblick darauf, wenn zum Beispiel eine Person sagt, ich möchte gerne dieses und jenes tun, wir aber aus der Perspektive der sozialen Arbeit sagen, das wäre nicht so gut, das könnte die Gesundheit, der Gesundheit schaden, dass wir dennoch die Autonomie, die Selbstbestimmung der Person achten müssten. Unter der Rubrik Menschenrechte ist das Wort Partizipation, also das Recht auf Beteiligung fördern. Das steht im ethischen Kodex. SozialarbeiterInnen sollen die volle Miteinbeziehung und Beteiligung der Menschen fördern, die ihre Dienste nutzen, auf eine Art und Weise, dass diese hinsichtlich aller Aspekte der ihr Leben betreffenden Entscheidungen und Handlungen befähigt werden. Der Begriff Partizipation ist ein stärkerer Begriff als der Begriff Teilhabe, denn Partizipation bedeutet eigentlich übersetzt Mitgestaltung. Das heißt, hier sollen wir aus der Perspektive der sozialen Arbeit die Möglichkeit fördern, dass Menschen mitgestalten können, also mitsprechen, mitreden können und nicht nur bestimmte Dinge vorgegeben werden. Da finden sich ganz, ganz viele Beispiele, die wir auch noch diskutieren können oder die Sie auch untereinander diskutieren können. Was bedeutet es zum Beispiel im Kontext von geflüchteten Menschen, dass sie mitgestalten, dass nicht nur für sie etwas gestaltet wird? Unter der Rubrik Menschenrechte kommt der Begriff ganzheitlich vor, also systemisch, das heißt, jede Person ganzheitlich behandeln. Und im ethischen Kodex steht, SozialarbeiterInnen sollen sich mit der Person als Ganzer innerhalb der Familie, der Gemeinschaft sowie innerhalb der sozialen und natürlichen Umwelt beschäftigen und sollen sich bemühen,
alle Aspekte des Lebens einer Person wahrzunehmen. Das heißt, einerseits in Bezug auf die Person alle Aspekte wahrzunehmen, andererseits aber einen systemischen Ansatz verfolgen im Hinblick darauf, dass ich die Familie, die Peer Group, die Gemeinschaft und so weiter, die Schule, je nachdem, mit wem wir arbeiten, in welchem Arbeitskontext wir uns befinden, mit einbeziehen muss. Unter Menschenrechte steht der Begriff Empowerment, also Stärken, Stärken erkennen, Stärken entwickeln. Und hier steht im ethischen Kodex, SozialarbeiterInnen sollen ihren Blick auf die Stärken der Individuen, der Gruppen und Gemeinschaften richten und so ihr Empowerment fördern. Also das heißt, könnte sagen, es ist ein ressourcenorientierter Ansatz mit dem Blick, welche Stärken haben Personen, mit denen wir arbeiten und wie kann ich und wo kann ich gemeinsam mit den Personen ihre Stärken fördern. Wie kann ich als Sozialarbeiterin hier unterstützend tätig sein? Unter der Rubrik Social Justice haben wir auch verschiedenste Rubriken. Hier steht zunächst, SozialarbeiterInnen sind verpflichtet, Social Justice zu fördern, bezogen auf die Gesellschaft im Allgemeinen und in Bezug auf die Menschen, mit denen sie arbeiten. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Vielleicht bevor ich zu den einzelnen Bedeutungen komme, noch einmal. Social Justice ist eine bestimmte Gerechtigkeitstheorie, die nicht ident ist mit der Theorie der sozialen Gerechtigkeit. Die Social Justice-Theorien kommen aus den USA. Übersetzt würden sie bedeuten Anerkennungs- und Verteilungsgerechtigkeit sowie Befähigungs- und Chancenverwirklichungsgerechtigkeit. Dazu kommen wir in einer Extra-Vorlesung nochmal im Hinblick auf Social Justice und Diversity als ein Konzept in der sozialen Arbeit. Eine Bedeutung dieser Förderung von Social Justice meint Verschiedenheit anerkennen. Ein anderer Begriff für Verschiedenheit heißt, Sie kennen ihn, ist Diversity oder die Diversitäten der Menschen anzuerkennen. Und hier steht im ethischen Kodex, SozialarbeiterInnen sollen die ethnischen und kulturellen Unterschiede der Gesellschaften, in denen sie arbeiten, wahrnehmen und achten und die Unterschiede zwischen Individuen, Familien, Gruppen und Gemeinschaften berücksichtigen. Also das setzt natürlich auch voraus, dass wir uns mit Diversity als Thema der sozialen Arbeit gut auskennen. Und das werden wir auch als eine eigene Einheit, Vorlesungseinheit besprechen. Ressourcengerecht verteilen. Im ethischen Kodex steht unter der Rubrik Social Justice, SozialarbeiterInnen sollen sicherstellen, dass die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, gerecht gemäß der Bedürfnisse verteilt werden. Ja, wir haben nicht sehr viele Ressourcen, was Geld anbelangt und wir können in der sozialen Arbeit nicht viel Geld verteilen. Wir haben aber andere Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Zum Beispiel wäre, und das ist so ein Beispiel für Ressourcen, auch Zeit eine Ressource. Also wem geben wir, wie viel Zeit zur Verfügung beispielsweise in einer Beratung? Unter der Rubrik Social Justice steht ungerechte Politik und Praktiken zurückweisen. SozialarbeiterInnen haben die Pflicht, ihre Auftraggeber, Entscheidungsträger, Politiker und die Öffentlichkeit auf Situationen aufmerksam zu machen, in denen Ressourcen unangemessen sind oder in denen die Verteilung von Ressourcen, Maßnahmen und Praktiken unterdrückerisch, ungerecht oder schädlich ist. Das heißt, hier liest man im ethischen Kodex durchaus auch einen Auftrag der sozialen Arbeit, wie es in den Wissenschaftsdiskursen heißt, zur Politisierung der sozialen Arbeit. Das heißt, einen Blick darauf zu haben, was ist denn eine ungerechte
Politik, was sind ungerechte Praktiken, die schädlich sind, die für bestimmte Menschen, mit denen wir arbeiten, schädlich sind. Und aus der Perspektive der sozialen Arbeit sollen wir gemäß des internationalen Ethikkodex hier einen ganz klaren Fokus auch darauf haben und eben etwas dagegen tun. Solidarisch arbeiten, auch das ist eine Rubrik unter Social Justice. SozialarbeiterInnen haben die Pflicht, soziale Bedingungen zurückzuweisen, die soziale Exklusion, Stigmatisierung oder Unterdrückung bzw. Diskriminierung begünstigen und auf eine inklusive Gesellschaft hinzuarbeiten. Hier vielleicht die Begriffsklärung noch, die wichtig ist, dass der Begriff Inklusion heute im Hinblick auf zwei verschiedene Bedeutungen verwendet wird. Einerseits, man kennt das in Bezug auf die sogenannte inklusive Schule, einerseits im Hinblick auf die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung und andererseits es einen sozialwissenschaftlich verwendeten Begriff der Inklusion gibt, der besagt, dass Inklusion die Berücksichtigung aller Menschen im Hinblick auf alle Diversitätskategorien meint, also auf Beeinträchtigung, Alter, Geschlecht, soziale Herkunft und. Also einen erweiterten Inklusionsbegriff. Unter der Rubrik Social Justice steht Diskriminierung zurückweisen. Und hier heißt es, SozialarbeiterInnen haben die Pflicht, Diskriminierung entgegenzutreten, sei es aufgrund von Fähigkeiten, Alter, Kultur, sozialem bzw. biologischem Geschlecht, Familienstand, sozioökonomischen Status, politischer Meinung, Aussehen, sexueller Orientierung oder spirituellen Glauben. Das ist sozusagen eine Passage im ethischen Kodex, die uns ganz klar dazu auffordert, gegen, würde es ein bisschen erweitern, auch von den Begrifflichkeiten, gegen jede Form von Diskriminierung, gegen jede Form von struktureller Diskriminierung aufzubegehren und etwas dagegen zu tun. Wenn man den ethischen Kodex grafisch nochmal anschaut, dann gibt es einerseits die Definition, die ich kurz vorgelesen habe, und dann gibt es zumindest in diesen zwei Rubriken, die ich heute besprochen habe, den expliziten Bezug auf Menschenrechte, auf die UN-Menschenrechtskonvention mit der Definition von Menschenwürde, mit der Aufforderung, die Autonomie und die Partizipation von Klienten und Klientinnen zu fördern. Auf der anderen Seite haben wir den Begriff Social Justice, also Verteilungs-, Anerkennungs-, Befähigungs- und Verwirklichungsgerechtigkeit. Wir sollen Social Justice fördern und wir haben gleichzeitig, würde ich sagen, einen Text oder die Aufforderung, diskriminierungskritisch zu sein oder antidiskriminierend zu sein, also gegen jede Form der Diskriminierung vorzugehen, wobei ja viele Menschen, mit denen wir in den verschiedensten Arbeitsbereichen der sozialen Arbeit zu tun haben, von Diskriminierung getroffen sind. Der ethische Kodex ist natürlich nicht losgelöst von allem rundum, sondern er ist eingebettet in eine gesetzliche Grundlage. Wir haben das Grundgesetz oder die Verfassung. Wir haben, was für die soziale Arbeit auch sehr wichtig ist, die Sozialgesetzgebungen. Wir haben zum Beispiel die Kinderrechtskonvention, die UN-Behindertenrechtskonvention. Wir haben das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das heißt, wir haben den ethischen Kodex und damit die Ethik in der sozialen Arbeit immer eingebettet, auch in rechtliche Grundlagen. Vielleicht ist an der Stelle auch wichtig zu sagen, dass es ein bestimmtes Verhältnis von Ethik und Recht gibt. Einerseits sind ethische Sollensformulierungen, also Aufforderungen, was wir tun sollen oder wie wir jemanden behandeln sollen, korrespondieren diese mit Gesetzesgrundlagen. Wenn ich sage,
du sollst nicht töten, dann wäre das mit dem Soll-Begriff eine ethische Forderung. Wenn ich sage, du darfst nicht töten, wäre das eine rechtliche Verankerung. Das heißt, wir haben einen Zusammenhang zwischen Ethik und Recht und gleichzeitig gibt es einige wichtige Bereiche in der Ethik, die nicht rechtlich verankert sind. Also zum Beispiel ist es nicht rechtlich verankert, du sollst anerkennend und wertschätzend mit einer Person umgehen, mit Menschen umgehen, mit denen wir handeln, aber gleichzeitig ist das ethisch sehr, sehr relevant. Die Reflexion von Ethik ist natürlich immer eingebettet in Macht- und Herrschaftsverhältnissen und da existiert immer ein asymmetrisches Machtverhältnis. Das heißt, wenn ich als Sozialarbeiterin tätig bin, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Status, eine ganz andere Position als eine Person, mit der ich arbeite. Man nennt es asymmetrisches Macht- und Herrschaftsverhältnis. Ja, wir kommen zum Überblick von ethischen Methoden. Es gibt ein Konzept, das kommt aus den USA und das hat Ruth Crossmers in den deutschsprachigen Raum gebracht. Ich habe es mit ihr in dem Buch gemeinsam beschrieben. Das nennt sich Ethical Reasoning. Das heißt, es geht um ein ethisches Reflektieren und hat verschiedene Stufen. Also das eine ist, es geht um argumentierendes Reflektieren über ethische Fragen, nachdenken, darüber diskutieren. Es geht um fragend Reflektieren, zum Beispiel wenn wir in einem Team arbeiten in Bezug auf einen bestimmten Fall. Es geht um ein moralisches Urteilen, also um ein ethisches Entscheiden bis hin zum Handeln als Prozess des Austausches. Das heißt, Ethical Reasoning meint im Grunde ein ethisches Entscheiden, ein ethisches Handeln in Kontexten der sozialen Arbeiten, was wir auch argumentieren können. Methodisch hat es eine bestimmte Vorgehensweise. Wenn man es allgemein bespricht oder allgemein mal aufzählt, wäre es, dass ich zunächst die Situationen professionell wahrnehme, dass ich mein ethisches Wissen auf diese Situation beziehe, dass ich eine Entscheidung treffe, die ich begründen kann und dass ich diese Entscheidung tatsächlich auch handelnd umsetze. Und das Ganze mit Bezugnahmen auf verschiedene Reflexionsquellen, die ich schon genannt habe. Eine Methode, ich habe sie selbst mit Lea Carola Czolek 2018 entwickelt, wie ich dieses Ethical Reasoning in Bezug auf den internationalen Ethikkodex als Referenzrahmen de facto in die Praxis der sozialen Arbeit mit einbringen kann. Ich erzähle die Schritte und hier bitte ich Sie auch durchaus im Tutorium mit Sandro Zarbo gemeinsam anhand einer Fallskizze das mal durchzuspielen. Ich stelle auch ins Moodle verschiedene Fallskizzen rein. Es nennt sich die 8-Schritte-Methode, weil es 8 Schritte hat. Der Ausgangspunkt ist sozusagen eine Fallskizze und also ein Fall, den ich in irgendeinem Bereich der sozialen Arbeit erlebe als Sozialarbeiterin. Schritt 1 ist die systematische Analyse der Perspektiven aller Beteiligten. Das heißt, welche Perspektive haben die verschiedensten Personen, die in dieser Geschichte, in dieser Fallskizze beteiligt sind. Schritt 2 ist die Annäherung, also die Frage aus der Perspektive der sozialen Arbeit, was könnte die ethische Frage sein? Schritt 3 sind die Relationen zum ethischen Kodex, also quasi den Kodex, den internationalen ethischen Kodex als Referenzrahmen, was ich vorhin schon erwähnt habe, wie in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf die Förderung von Social Justice. Schritt 4, die Festlegung der zentralen ethischen Frage und Begründung. Also was ist wirklich die ethische Frage in Bezug auf das Geschehen? Immer mit Blick auf jene Person, die unser Klient, Klientin ist.
Schritt 5, geplantes Handeln, nachdem ich ethisch sozusagen überlegt und reflektiert habe. Schritt 6, der sogenannte Realitätscheck. Und Schritt 7, die Durchführung der Handlung. Und Schritt 8, die Auswertung der Handlung. Ich muss nochmal zurück, Entschuldigung. Das ist jetzt nur der ganz, ganz grobe Rahmen. Was beinhaltet diese ethische Methode? Sie werden im Moodle auch Fallskizzen finden. Sie können das versuchen, mal durchzugehen. Und bei all diesen Schritten hat die Methode dann wirklich auch noch verschiedenste Fragen, die zur Beantwortung dieser drei verschiedenen Schritte unterstützend sind. Ich komme zum Abschluss und damit im Sinne des Überblickes, ist wirklich ein Überblick über ethische Perspektiven, zur Reflexion des Gehörten. Sie wissen, das ist auch gedacht als Vorbereitung für die Klausur. Und da könnten Sie sich zwei Fragen überlegen. Das eine: Beschreiben Sie die ethische Haltung, also Ethos, was ich mit Aristoteles ausgeführt habe, in Bezug auf den Perspektivenwechsel und der Perspektivenvielfalt in der sozialen Arbeit. Argumentieren Sie, warum Perspektivenwechsel und Perspektivenvielfalt wichtig sind. Also Sie sehen hier wiederum, wie bei der ersten Vorlesung, einerseits geht es ums Beschreiben, ums Benennen und andererseits um die Argumentation. Eine andere Überlegung oder Frage wäre: Beschreiben Sie die Aufforderungen im Internationalen Ethischen Kodex der sozialen Arbeit zum Thema Social Justice, also unter Anführungszeichen soziale Gerechtigkeit. Ich hatte argumentiert, dass es nicht das Gleiche ist. Und argumentieren Sie, warum die Aufforderungen zu Social Justice wichtig sind oder wichtig sein könnten. Also nochmal die Reflexion und sehr gerne auch vorher in einer Kleingruppe diskutieren, um zu sehen, ob Sie da Ähnliches meinen bzw. Ähnliches wissen. Sie sehen, auch hier gibt es wieder verwendete Literatur, die können Sie sich gerne im Moodle auch in aller Ruhe ansehen. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Literatur, als ich hier aufgezählt habe. Das waren Grundlagen zu ethischen Perspektiven. Sie können sich vorstellen, Ethik in der sozialen Arbeit ist ein riesengroßes Gebiet und Bücher, Publikationen, Artikel füllen viele Regale. Aber als Ersteinstieg für die Grundlagen hoffe ich, dass Sie einiges mitnehmen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.